So, hallo an alle Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen hier zu diesem mal etwas anderem Video. Denn dieses hier ist ein kleiner Zusammenschnitt eines Solo-Queue-Matchmakings, das ich vor kurzem gespielt habe. Und ich habe einfach mal so die Aufnahme nebenbei laufen lassen und dachte mir, als dieses Spiel vorbei war, ja, das würde ich gerne mit euch teilen. Diese Erfahrungen, das ist alles, was da so passiert ist, finde ich, daraus kann man ein gutes Video machen, was auch so ein bisschen unterhaltsam ist. Ja, und das hier ist es geworden. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, zeigt es mir auf jeden Fall. Und zwar in Form vom Daumen nach oben, Kommentar. Und lasst mich auch noch in den Kommentaren wissen, ob ihr so etwas gerne weitersehen wollt oder nicht. Ich hoffe es natürlich sehr, denn mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, Leutchens. Neue Runde Counter-Strike. Und wir haben Autiste GMR, Bambi Amaz, Mr. Leopard, Jairo Peters und weitere Autiste Grimme, Schwimmi und Schwitt. Oh, das wird witzig. Ah, mindestens genauso witzig. So, hallo Michi, Savage, Rompi und TVW. Hello guys. You got armor, man. But I suck with Tag 9. So, gucken wir mal, was passiert. Kitchen. Zumindest kam da die Smoke her. Bah, ey, mich schlecht. Gott, ist das doch Schweinerei. Eieiei. Oh, gut, damit das spawnen. Komm hier, hochnäsig. Scout kaufen, Mitte gehen. Also dann. Gucken, wie es läuft. Eieiei. So. Gelbes AFK. Alle Flash. One Window. Short. Meinst du auch, ich hab dich nicht gesehen, oder wie? Firebox, what the fuck? Much thanks. Much thanks, my friend. So, und jetzt, Scout. So wie der Window kassiert hat, kassiert der hier jetzt. Einer in Palace, den habe ich gesehen. Na dann. Wo sind denn die Leutchens? Kommt sie her's? Oder seid ihr faul? Die Gegner sind lauffaul, okay. Ich will die Bombe aber nicht carryen. Der war bitter. So, und dann kriegen sie ein Schwein in Spawn. Dahin passt. UMP Arctic Wolf und Kumisho Dragonski. Jetzt mit dem Dragonski Mitte. Schauen, ob da irgendwas funktioniert. Hm, so nicht. Bleh. Komm. Hol nicht mehr Jungle. Bin ich freundlich und hol die Bombe. Wenn ich jetzt beim Bombe holen gefickt werde. Nee, werde ich nicht. So, wir stellen fest, mit UMP sprayen ist eine blöde Idee. Ah, so, hier. Die Orangene soll mal schnell auf A gehen. Jetzt mal versuchen, so einen schönen Fastpeak zu bekommen. Der hat einen super Spawn dafür. Ja, hat aber nicht vor. Na gut, dann probiere ich's. Hat funktioniert.
Ist da noch einer? Ich weiß es nicht. Nein, ist er nicht. Seid. Shit. Gleich mal so Boom. Hallo? Bombe Boom? Ja, blau, Rest in Potatoes. Ja, hat noch funktioniert. Okay, Unterholz nix. Gegners, where are you at? Da ist er. Okay, da steht keiner. Da nicht, da nicht. Doch, da schon. Hm. Habe ich da nicht gerade einen gesehen? Oder habe ich jetzt Halluzinationen? Eieiei. Nein, habe ich nicht. Okay. Gut zu wissen. Da hockt einer Klaus. Willst du nicht hier rein? Schade. Hm. Vielleicht Unterholz. Na, dann gucken wir mal. Dieser dumme Hurensohn. A-Side. Aber der hat ja doch so hart gesteppt. Ich hätte schwören können, der wäre close gewesen. Kietchen. Warte. Ist er jetzt am Kochen oder hockt er hinter Gittern? Kitchen oder Kietchen? Ahahaha, I-Beams, lustig, boi. Nee. Voll mache ich momentan nicht ganz so viel. Hä, wie? Wieso bin ich Zweiter im Team? Ich habe überhaupt nicht viel gemacht. Ich bin meistens einfach nur ein bisschen nicht so ganz intelligent reingerannt. Short. Machen wir das bisschen rausgepusht. Muss jetzt Ace forcen. So, wenn da einer Short warf, hängt er sich noch eine Nate. Komm, hier ist keine Wutz. Kannst du einfach Messer in die Hand nehmen und rein da. Guck mal hier. Schon wieder nichts passiert. Ja, da hat er recht. Ist Action. Shit. Ja. Hm, was ist jetzt witzig? Oh ja. Bison B. Eine schöne Beißen. Ja. Das ist die Pro-Strat. Bison B. Fuck. So nicht. Thank you, thank you, bitch. Robby ist nicht begeistert. Da hat der Schweinepriester versucht zu diffen. Eieiei. Stopp. Ui. Oh, da war ich ein bisschen greedy. War letzte jetzt auf Stairs? Geh mal da hoch, Lila. Guck mal für mich nach. Underwood low. Thanks. Sag mal, was meint der Rompi eigentlich mit fucking Dauch? Solo-Players. Hm. Weißt du, Rompi beschwert sich darüber, dass wir Kills machen. Schweinerei. Oh, der war bitter. Auch tot. Will es das werden? Das ominöse magische 16-0? Ah, Bombe down. Ja, beim letzten. Drei, zwei, eins. Kobe. Sehr schön. Ja, solche Momente sind doch immer wieder witzig, oder? Ja. Push da einer rein. Hm. Vielleicht. Gucken wir mal. Da nicht, da nicht, da nicht.
Dort auch nicht. Okay, wo er noch stehen kann, ist böse Klo. So, da. Na! Ah, oh, fuck. Das war ein bisschen belastend. Connector. Pushing. Fuck. Oh, komm. Rumpf, ich muss die Runde holen. Oh, sogar noch so hingerichtet. Das ist gemein. Den noch so hinzurichten. Das ist wirklich frech. Nächste Mocke ist nicht so gut. Kann ich immer noch rein und rumlinsen. Ah, fuck, Time Lag. Firebox heißt Firebox, weil man da Feuer reinschmeißt. Da sieht einer an. Hat noch ein bisschen Lower P bekommen. Offside did. Oh Gott. So blöd verschossen. Sehr gut. So, bisher hat es funktioniert. Das wäre das erste Mal. Jetzt hast du es gejinxt. Ich will es. Wie in No Steps, Team Tag 8. Eins, zwei, oh. Da ist es. Da ist es. Das erste war 16-0. Hoffe, hat euch gefallen. Wir sehen uns vielleicht nächstes Mal wieder. Bis dahin, haut rein. So, das war's dann jetzt hier mit diesem kleinen Zusammenschnitt. Ich hoffe, hat euch gefallen. Und da ich so am Ende des Videos ja nur so eine kleine lausige Abmoderation gemacht habe, möchte ich diese Gelegenheiten hier jetzt noch gerade mal nutzen, um auch mal ein bisschen meinen Respekt an die Gegner auszusprechen, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich es geschafft hätte, bei so einem Ergebnis, wenn ich jetzt auf der Verliererseite gewesen wäre, die ganze Zeit so in meinen Augen ruhig zu bleiben, denn wenn man sich mal so den Chat anschaut, da wurde ja wirklich fast gar nichts reingeschrieben, nicht reingechattet und sie haben auch noch bis zum Ende mehr oder weniger vernünftig gespielt, also da von meiner Seite nochmal Hut ab an die Gegner. Ich wäre wahrscheinlich nicht so. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Ganze hier gefallen hat. Wünsche euch noch eine schöne Zeit, viel Spaß. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Bis dann, haut rein und ciao.